Was gibt es Schöneres im Leben als ein eigenes Eigenheim? Tatsächlich ist der Hype um das eigene Haus oder die Eigentumswohnung in den letzten Monaten so groß geworden, dass es keine Woche vergeht, dass irgendein Freund oder Kollege mich anruft oder mir eine E-Mail schreibt und fragt: Gero, lohnt es sich, dieses Objekt zu kaufen? Ich möchte endlich mein eigenes Haus haben. Als Renditeobjekt ist das Ganze ja schon klar und deutlich ausgerechnet worden und viele Rechnungen sind da verfügbar, die sagen, lohnt es sich, eine Immobilie für sich anzueignen, vor allem wenn sie sehr stark Fremdkapital finanziert ist. Heute möchte ich aber ganz speziell auf eine Nische des Themas eingehen, nämlich die Frage, lohnt es sich zur Eigennutzung ein Haus zu kaufen oder sollte man stattdessen mieten? Grundsätzlich gibt es da einige draußen auf dem Markt, die sagen, auf jeden Fall niemals ein Haus kaufen, um selbst darin zu wohnen. Ich stimme dem Ganzen nicht zu und ich möchte dir heute eine einfache Formel mitgeben, mit der du berechnen kannst, ob es sinnvoll ist, ein Haus zu mieten oder nicht. Wir benutzen dafür die 4%-Regel. Tatsächlich ist es eine ganz einfache Regel, die dir zeigt, warum du manchmal doch ein Haus auch kaufen kannst, um selber darin zu wohnen, wenn das überhaupt dein Anliegen ist. Natürlich müssen wir dann bedenken, dass wir in diesem Haus fix wohnen, dass wir nicht so flexibel sind. Aber für die, die das wirklich wollen, ist es natürlich eine Option, über die wir auch sprechen sollten. Für dieses Vorgehen in der 4%-Regel machen wir Folgendes. Wir schauen gar nicht so sehr auf die Erträge, die man irgendwo erzielen kann, sondern wir vergleichen die Kostenseite, und zwar die unwiederherstellbaren Kosten von Mietwohnungen und gekauften Immobilien. Und wenn wir die beiden Punkte vergleichen und das richtig machen, dann kommen wir am Ende tatsächlich auf eine klare Zahl, die uns sagt, kaufen oder nicht. Schauen wir als erstes mal im Detail in diese unwiederherstellbaren Kosten. Wenn du eine Immobilie kaufst, dann besteht diese Zahlung in der Regel bei einem Kredit aus Tilgung und aus Zinsen. Die Tilgung sind für mich eben keine unwiederherstellbaren Kosten, weil du mit jedem Anteil der Tilgung ein Stückchen des Hauses bezahlst, was dann deins ist. Die Zinsen wiederum gehen an die Bank und sind für immer weg, sind also unwiederherstellbar. Bei einer Mietwohnung ist das Konzept recht einfach. Jedes Mal, wenn du Miete zahlst, ist das Geld weg und die Kosten sind unwiederherstellbar. Das sind die tatsächlich einzigen Kosten, die dir garantiert anfallen werden. Reparaturen oder irgendwelche anderen Einsätze in diese Mietwohnung sind freiwillig oder sie zahlt der Vermieter. Dementsprechend ist die Seite einfach abgedeckt. Schauen wir uns mal die unwiederherstellbaren Kosten in einem gekauften Haus an. Zum Ersten haben wir gesagt, müssen wir kaufen, das heißt ein Notar fällt an, Steuern fallen an und wenn wir konservativ rechnen, was wir heute tun wollen, sind das etwa 1% der Immobilienpreise. Das heißt, wenn du ein Haus für 100.000 Euro kaufen würdest, wären 1.000 Euro die tatsächlichen Kosten. Den Gleichkostensatz setze ich mal an für das ganze Thema Aufbereitung, Wiederherstellung von kaputten Sachen, also quasi die Unterhaltung des Hauses. Die Unterhaltung des Hauses wird immer zwischen 1-2% angesetzt. Experten sagen heutzutage, dass es eher Richtung 1% geht, weil die Häuser so modern und stabil gebaut werden, dass wenig zu tun ist. Allerdings wird immer mal wieder eine Fliese kaputt gehen oder der Zaun im Haus repariert werden müssen und vielleicht irgendwann mal eine Dachreparatur anstehen und so weiter. Mit 1% kalkulatorischen Kosten bist du hier auf jeden Fall gut dabei und wenn was kaputt ist und du es zahlst, ist das Geld auch weg. Zusätzlich kommt natürlich jetzt die Finanzierung. Die kann aus zwei Bereichen bestehen. Zum einen der Fremdkapitalanteil, also der Kredit, und der Eigenkapitalanteil. Das ist das Geld, was du bereits bar hast und in diese Zahlung mit eingibst. Der Eigenkapitalanteil und der Fremdkapitalanteil haben beide entsprechende Kosten. Wenn du dir zum Beispiel 20% selbst finanziert und 80% Kredit aufnimmst, ist die Frage, was ist jetzt der jeweilige Kostensatz dieser beiden Positionen? Der Kredit ist recht einfach zu berechnen. Hier haben wir einen Kreditzins. Dieser liegt im Schnitt, je nachdem wie lange man das anlegt, etwa bei 2%. Das wird heute vielleicht ein bisschen niedriger sein und in einem Jahr wieder ein bisschen höher. Aber mit 2% sind wir auf jeden Fall sehr solide finanziert und können das Ganze auch langfristig als Zahl einschätzen. Die Eigenkapitalkosten, die sind etwas schwieriger anzusehen. Wir haben im Eigenkapital nämlich einen sogenannten Opportunitätskostensatz. Das ist die Frage, was könntest du mit diesem Geld machen, wenn du es in der Zeit, wo du die Immobilie finanzierst,
auch anders investieren könntest. Zum Beispiel in Aktien. Wir wissen von Aktien über ewige Studien, dass wir mit einem einmaligen Investment mit Renditen von 6-8% rechnen können. Auch hier wollen wir wieder vorsichtig sein und nähern uns deswegen der Zahl 6% Rendite an. Gerade auch im langfristigen Zeitraum, so wie du auch ein Haus langfristig finanzieren würdest, sind diese Renditezahlen ziemlich sicher, wenn du weltweit streust oder in Deutschland investierst. 6% Rendite stehen der regelmäßigen Wertsteigerung des Hauses gegenüber. Das Haus wird eine Wertsteigerung haben, da zeigt die Statistik, dass sie etwa bei etwa 1,5% über den Inflationssatz gilt. Ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, nein, das Haus, was ich kaufe in der Lage, wird eine höhere Wertsteigerung haben. Dementsprechend bin ich gerne bereit, bis auf 4% pro Jahr an Wertsteigerung hochzugehen. Ziehen wir die 6% Rendite, die wir mit Aktien haben würden, ziehen wir davon die 4% ab, bleiben übrig 2% Opportunitätskosten. Das ist die zusätzliche Rendite, die man mit dem Eigenkapitalanteil machen könnte, wenn man eben kein Haus kauft. Wie wir sehen, sind die Fremdkapitalkosten von 2% etwa genauso hoch wie die Eigenkapitalkosten von 2%, und dementsprechend ist es egal, wie hoch der Eigenkapitalanteil sein wird, die Kosten sind auch hier bei 2%. Wir fassen also zusammen. Wir haben die Finanzierungskosten von 2%, wir haben die Unterhaltungskosten von 1% und Gebühren und Steuern von auch etwa 1%. So kommen wir insgesamt auf 4% in diesen Zahlen. Was bedeuten diese 4% genau? Sie bedeuten, dass meine jährliche Miete für die Wohnung maximal 4% von dem Betrag sein darf, die eine neue Immobilie kosten würde. Wenn du eine Immobilie für 1 Million Euro kaufen würdest und 4% davon nimmst, wären wir bei 40.000 Euro. Das bedeutet, deine Miete im Jahr dürfte etwa 40.000 Euro sein. Würdest du ein Haus für 500.000 Euro kaufen, wären die maximal verkraftbaren jährlichen Mieten bei 20.000 Euro, also 1.667 Euro im Monat. Wenn deine Miete diesen Betrag übersteigt, wäre der Kauf günstiger. Wenn die Miete günstiger ist als dieser Betrag, dann ist die Miete günstiger. Natürlich müssen wir insgesamt auch berücksichtigen, dass diese gesamte Kalkulation jetzt auf diesen Annahmen basiert, die ich getroffen habe. Wenn du mehr Rendite mit Aktien erzielen könntest und glaubst, dass das möglich ist, dann wird dementsprechend deine Eigenkapitalkostensatz höher werden. Wenn deine Gebühren höher sind oder deine Fremdkapitalkosten niedriger, wird sich diese Zahl verändern. Statistisch gesehen sehen wir, dass zwischen 4-5% ein sehr, sehr guter Wert ist für diese Rechnung. Du kannst also deine jährliche Miete entweder mal 20 oder mal 25 nehmen, und irgendwo in der Spanne ist dann der optimale Kaufpreis, der maximal gezahlt werden dürfte. Ich hoffe, diese Art und Weise der Vorgehensweise mit der 4%-Regel hat dir geholfen, mal einen groben Einblick zu bekommen. Und wenn dich irgendjemand mal wieder fragt, ob er nun eine Immobilie kaufen sollte oder lieber eine mieten sollte, dann hoffe ich, dass du auf dieses Video verweist und mir bis jetzt erstmal einen Daumen nach oben da lässt. Ich werde in Zukunft immer wieder mal auf das Thema eingehen. Wenn mir eine einfache Lösung kommt, wie man Probleme lösen kann, dann werde ich sie dir auf jeden Fall sofort mitgeben. Ich freue mich, wenn wir das zusammen erleben können, und bis bald, dein Gero.